den Verabboten. Mein Lieblingsbuch. Das große Buch der Hammhorn-Geschichten. Vor langer Zelt. Welches Zelt? Es war einmal ein Hammhorn, das in einem war... Warum drucken Sie die Worte so klein? Wingau, Wobbel, Wibbel in dem Flungas. Alles okay, mir geht's gut. Au, mein Kopf. Ich gehe besser zu Billy, der Ärztin für Ottpfoten. Erinnere dich daran, was du Billy versprochen hast. Kein Nickerchen. Gib mir Kuscheltier. Wer ist da? Ich bin hier unten. Da bist du. Wow, ich habe noch nie ein Horn gesehen, aus dem ein Buch wächst. Folge mir in die Klinik. Hey, schau! Ich bin ein Blindenwelpsaurier. Hey, Rox! Du hast einen neuen Ortpfotenpatienten für uns. Was? Wer hat das gesagt? Wer ist da? Ich bin es. Hallo, Billy! Wir kennen diese Ortpfote bereits. Ortstethoskop. Halb Nashorn, halb Hamster. Diese Ortpfote ist unser Freund. Hammhorn! Oh, keine Sorge, kleiner Kerl. Dir wird es im Nu besser gehen. Banan-Pony Town! Good and set! This job for Billy! Beyond Poppet! Zuerst müssen wir das Buch entfernen. Ganz vorsichtig. Und ein Eisbeutel für die Beule auf deinem Kopf. Oh, danke, Billy. Okay, wir sehen uns. Halt, halt, halt. Warte mal. Du hast uns noch gar nicht erzählt, was überhaupt passiert ist. Oh, stimmt, ja. Also, ich habe gerade mein Lieblingsbuch gelesen, aber die Schrift war so klein. Ich wollte es mir näher ansehen, fiel um und es blieb an meinem Horn hängen. Ich fiel vom Ast und stieß mir den Kopf und dann kam ich hierher und stieß noch ein paar Mal an. Ich glaube, ich sehe das Problem. Du brauchst einen Sehtest. Rox, hole bitte die Tafel. Überlass das dem Welpsaurier. Sehtest? Mit meinen Augen ist alles in Ordnung. Ich glaube, du könntest eine Brille gebrauchen. Hier, kannst du mir sagen, was das ist? Eine Trompete. Und das? Die Sonne? Also, eigentlich sind das Früchte. Keine Sorge, Hammhorn. Vor einer Brille brauchst du keine Angst haben. Im Gegenteil, sie lässt dich fantastisch aussehen. Man die richtigen Gläser hat. Nova hat recht. Jeder hat unterschiedliche Augen. Also müssen wir das richtige Paar Brillengläser für deine Augen auswählen. Hier, schau hier durch und sage mir, worauf ich zeige. Linse Nummer 1. Tennisball? Nein. Versuchen wir Linse Nummer 2. Ein Kohl. Nah dran, aber nein. Linse Nummer 3. Einfach. Es ist ein Apfel. Nein. Oh, ich meine ja, richtig. Diese Gläser sind perfekt für deine Augen. Ich sagte doch, dass meine Augen in Ordnung sind. Nova, könntest du bitte unsere schönste Brille der Nummer 3 holen? Ich mach das. Ich bin ein Katzhorn. Ich kann sehen. Ich kann lesen. Danke, Billy. Gern geschehen, Hammhorn. Also, wo war ich?
Könnt ihr mir helfen? Wir werden jede Ortsgruppe retten. Klasse gemacht, Billy. Klasse gemacht, Billy. Auf dich kann man wetten.